Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, CDU ist der Auffassung, dass strukturell benachteiligte Regionen, und wenn ich Herrn Ritter richtig verstanden habe, dann war ihm das Wort aller strukturell benachteiligten Regionen wichtig, aller. Das ist, dann, ist auch bei uns so, dass das die strukturell benachteiligten Regionen selbstverständlich eine besondere Aufmerksamkeit benötigen. Es geht um wirtschaftlichen Aufbau und das ist auch, denke ich mal, unser aller Auftrag hier im Parlament. Wenn es Regionen in Mecklenburg-Vorpommern gibt, die wirtschaftlich oder strukturell ein Problem haben, dass man sich punktuell auch um diese Region kümmert. Das ist unser Auftrag, den wir ja alle mit dem Mandat hier angenommen haben. Wir haben auch schon öfter oder mehrmals darüber gesprochen, es sind einzelne Schlagwörter schon gefallen. Wir haben die Euroregion Pomerania, wir haben die strukturelle Ausrichtung der wirtschaftsfördernden grenznahen Regionen in Vorpommern und Mecklenburger Seenplatte und denken Sie an den Landtagsantrag zur Arbeitsmarktförderung in Vorpommern und Ostmecklenburg von Beginn an in dieser Wahlperiode. Und ich glaube auch, und das ist ja schon rausgekommen bei den Vorrednern, ich glaube, die Hauptaufgabe, die wir haben, sind vielleicht, natürlich sind das einzelne Projekte und da mal was, aber ich glaube, die Hauptaufgabe ist, wenn wir dort strukturelle Entwicklung haben wollen, dass wir grenzüberschreitende Zusammenarbeit haben und grenzüberschreitende gemeinschaftlichen Wirtschaftsraum haben, so wie die Metropolregion. Wenn uns das gelingt, dass es eine Selbstverständlichkeit ist im Warenaustausch mit Polen, dann werden wir auch dieses strukturelle Defizit, was zwangsläufig durch eine Grenze oder, ja, wenn ich so sagen, also gedachte Grenze, die da zwangsläufig, weil auch die Sprachbarrieren sind, immer noch da sind und deswegen auch die Mitgrund für die strukturelle Unterentwicklung ist. Das heißt, diese Aufgabe, dieses als Metropolregion zu verstehen, da immer dran mitzuarbeiten und das immer in den Vordergrund zu stellen, bei all dem Wirken, und da verstehe ich auch den Staatssekretär, die Aufgabe des Staatssekretärs, da mit hinzuwirken. Es ist natürlich nicht immer ganz einfach, weil wir haben auch auf der polnischen Seite unterschiedliche politische Entwicklungen. Und mal geht es besser und mal geht es eben restriktiver. Und genau diesen, da dran zu bleiben und auch in schlechteren oder politisch schlechteren oder restriktiveren Zeiten trotzdem das Gespräch zu suchen, trotzdem das voranzutreiben, ich glaube, das ist unsere Aufgabe. Wenn Sie mal zurückgucken am Ende der letzten Wahlperiode, und da haben wir uns ja für den Staatssekretär für Vorpommern stark gemacht, so etwas gibt es übrigens auch in anderen Bundesländern, beispielsweise in Bayern. Und da will ich einen kleinen Exkurs machen aus unserem Wahlprogramm von 2016. Da steht, ich zitiere, um Zukunftsperspektiven für diese Region zu sichern, spricht sich die CDU daher dafür aus, einen zusätzlichen Staatssekretär in die Staatskanzlei mit der Aufgabe zu betrauen, sich um die regionale Entwicklung strukturschwacher Räume zu kümmern. Der Plan war natürlich, selbst in die Staatskanzlei einzuziehen, ist überhaupt keine Frage. Das ist nicht ganz gelungen, jetzt sind wir wunderbar Koalitionspartner, aber die Idee des Staatssekretärs, die ist natürlich, die ist geblieben, die ist da. Und dazu gab es ja jetzt nun, das ist ja angesprochen worden, die gab es jetzt nun natürlich in der Presse auch unterschiedliche Auffassungen über die Ausgestaltung. Und es ist ein Streit entstanden. Und ich glaube, Herr Pegel hat ja das schon gesagt, die Aufgaben des parlamentarischen Staatssekretärs und auch die Erfolge genannt. Und ich will auch sagen, dass beispielsweise, wenn man die Erfolge sieht, der Vorpommernfonds, den es so ohne den parlamentarischen Staatssekretär nicht gegeben hätte, Fakt ist auch, dass aus diesem Fonds bereits Projekte gefördert wurden. Und Fakt ist auch, dass die Institution des Vorpommernrates ohne den Vorpommernstaatssekretär auch so nicht gegeben hätte. Und Fakt ist auch, dass die aus dem Strategiefonds geförderte und vom Staatssekretär in den sozialen benannten Medien Erfolgsmeldung, die Pommernkogge, auch mit dem Amt verbunden ist. Und was natürlich, und das ist auch der Streit, ich will das ganz natürlich ansprechen, überhaupt keine Frage, was natürlich die Erfolgsmeldung immer trübt, ist, wenn dann Erfolge vermeldet werden, wo man sagt, naja, sind die jetzt in der Tat vordergründig und im ersten Grade mit dem Staatssekretär eben verbunden, beispielsweise Theaterpakt oder die Förderung von Schloss Ludwigsburg, Diewitz oder Quilo oder Schloss Griebenow, Schullastenausgleich, Wirtschaftsförderung in Greifswald, Büro, das Kreiskrankenhaus, Stärkung der Kommunalfinanzen oder auch das 50-Millionen-Projekt. Und da möchte ich einfach nur eins sagen. Es ist vorhin die Rede gewesen, sollen sich mit fremden Federn schmücken. Ich würde einfach darum bitten,
dass man das einfach unterlässt. Das ist, glaube ich, ein normaler Umgang, dass man das dann, wenn es nicht originär auf den Erfolg zurückzuführen, einfach unterlässt. Und ich glaube, das hat Herr Dahlemann oder der parlamentarische Geschäftsführer auch überhaupt nicht nötig. Es macht also keinen Sinn, mit Ministern mitzulaufen, dann den Erfolg zu kaufen oder bereits entschiedene Projekte dann zu verkaufen. Aber wie gesagt, das ist Spiegelfechterei. Da kommt niemand zu Tode dabei. Wir bekennen uns weiterhin selbstverständlich zum parlamentarischen Staatssekretär in Vorpommern, überhaupt keine Frage. Und die Bitte ist, die habe ich gerade geäußert, dann können wir das natürlich noch besser mit unterstützen. Und das, Herr Dahlemann, nehmen Sie bitte die Bitte so mit sich auf. Der Antrag selbst dann, wenn es darum geht zu sagen, sind die Linken, ist dieser Antrag nun geeignet, ich sage mal gerade in strukturschwachen Gebieten, jetzt irgendetwas nach vorne zu bringen. Ich habe da so meine Zweifel daran, gerade wenn auch die Linken manchmal auch kein Argument zu schade ist und möglicherweise auch laufende Industrie, ich sage mal verbal anzugreifen. Ich denke da an die Konservendosen-Idee von der Peenewerft Wolgast oder wir haben gestern schon darüber gesprochen über die Haltung zur Förderung von kleinen und mittelständischen Betrieben bei der öffentlichen Auftragsvergabe. Ich glaube, die Linken haben, was Wirtschaftsförderung und Wirtschaftsentwicklung angeht, aus meiner Ansicht, und das ist mein Verständnis, ein ungeklärtes Verhältnis eben mit der Marktwirtschaft. Und deswegen ist dieser Antrag als nicht geeignet, hier als Nachhilfelehrer für den wirtschaftlichen Aufbau im Osten des Landes eben zu dienen. Und in diesem Sinne nehmen Sie das jetzt so hin. Und dann vielen Dank. Vielen Dank, Herr Waldmüller.